24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei. Prüfen Sie Ihr Proteingemisch mittels UV-Lampe auf GFP. Pipettieren Sie 150 Mikroliter Proteingemisch in die vorbereitete Chromatographie-Säule. Prüfen Sie, wo sich das GFP befindet. Pipettieren Sie 500 Mikroliter Waschpuffer auf die Säule. Prüfen Sie die Chromatographie-Säule mit der UV-Lampe auf GFP. Pipettieren Sie 750 Mikroliter Elutionspuffer in die Säule. Prüfen Sie erneut, wo sich das GFP befindet. Um ein besonders reines GFP zu erhalten, werden nur die stark grün fluoreszierenden Tropfen gesammelt. Experimente.